Und dann wurde ich rübergeführt nach der Littenstraße, ist praktisch gleich um der Ecke das Stadtgericht. Und da oben wurde ich dann reingeführt, war ein Schauprozess, auch mit Handschellen. Und da saßen die alle drin, in der ersten, zweiten Reihe, alle hohe Offiziere von der Volkspolizei und welche auch in Zivil hier haben Parteiabzeichen, die saßen da alle drin. Also wenn wir mal sehen, so, was wir mit denen jetzt so machen werden. Haben sie da drin, die Dinger hier vorne, haben sie Offizialverteidiger gehabt, der wurde gestellt, der war bloß eine Puppe, der hat keinen Ton gesagt. Der hat nichts gesagt. Was will der verteidigen? Das war da alles bloß nur Show. Der hat nichts gesagt. Das heißt bloß, wir haben auch einen Verteidiger für ihn. Und der hat nichts gesagt. Der saß eben da, aber stumm. Naja, dann kam gleich der Richter, stand ich vor dem Richter. Und der hat dann gleich gesagt: Also, das und das haben sie doch hier unterschrieben und das haben sie gemacht. Und was ich mir dabei denke. Und dann habe ich gesagt zu ihm: Was ich da unterschrieben habe, sage ich, das stimmt nicht. Oder halt anders, weil ich verzeiht das widerrufen. Und da sagt der Richter, na, Sie haben es doch unterschrieben. Ich sage, ja, unter Zwang. Und da sagt er, vergisst man nie. Und da sagt er, wie ich das meine. Wie meinen Sie denn das? Ich sage, indem ich geschlagen worden bin. Na, der hat seine Hände hier, so ein Pult. Der ist aufgestanden da oben. Ich sag, ja, da unten der sein Pult, der ist 3 Meter groß geworden. Und dann hat er richtig gebrüllt, wie im Volksgerichtshof, hier bei Freisler. Hat er gesagt, unsere Staatsorgane schlagen keine wehrlosen Menschen, was ich mir hier einbilde. Und die da alle gesessen haben, die Offiziere, da ging dann so ein Raunen durch den Reihen. Du hast, ja, naja, sagt er, also, Frau Staatsanwältin, du denkst ganz schnell. Das hat ungefähr noch nicht mal eine Viertelstunde gedauert. Ein kleiner Wortwechsel. Ja, und die Frau, das war eine Staatsanwältin, der Name war Heschler, aber ich schätze, die wird wohl nicht mehr leben. Die war auch noch ziemlich jung, 30 vielleicht, ja, da muss man mal 60 Jahre. Ja. Und die ist auch bekannt, die Heschler. Da sind verschiedene von der verurteilt worden. Naja, und die hat dann die Anklageschrift gleich verlesen, hat mein Geburtsdatum, wo ich komme und wie und so. Und dann im Namen des Volkes, die Anklage lautete auf Redelsführerschaft und Aufruhr. Und damit im Namen des Volkes 3 Jahre Zuchthaus, kein Gefängnis, Zuchthaus, steht alles da drinnen bei mir. Zuchthaus. Und sie werden lachen, ob sie Mutz oder nicht. Ich habe die ganze Sache bis jetzt von Anfang an mal gedacht, ach, die wollen nervös, man Angst einjagen, die sagen, naja, geh mal wieder nach Hause, ich muss mal ein bisschen hier drohen. Das habe ich mal wirklich eingebildet. Das habe ich auch in der Zelle, wenn wir uns unterhalten haben. Die haben dann gesagt, na, du hast ja eine Vorstellung, das machst du ab. Wenn du Glück hast, kommst du früher raus. Und dann bin ich näher zu der Erkenntnis gekommen, Tatsache, das ist hart bitter ernst.